Hallo Leute, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr einschaltet auf meinem Kanal und willkommen bei PS Werkstatt. Unser kleines Projekt heute. Was steht an? Ihr erfahrt es, wenn ihr dran bleibt. Nach dem Intro geht es sofort los. Bis gleich! Worum soll es gehen heute? Ihr habt sicher alle den Bau dieser Werkbankseite hier mitbekommen. Das ist so eine Ausweichfläche, die ich mir immer schon gewünscht habe, damit ich halt ein bisschen mehr mich in der Werkstatt insgesamt ausbreiten kann. Super Sache, ich fühle mich auch total wohl. Seitdem hier die Beleuchtung dran ist, habe ich hier auch genauso gutes Licht wie auf der anderen Seite. Aber was immer so ein optischer Mangel war, das war die Verkleidung oder die, sagen wir mal so, die fehlende Verkleidung. Das Ganze steht nur auf Pfosten, ist an der Wand montiert. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, okay, es ist halt eine Werkstatt. Aber je öfter ich jetzt hier drin bin, je länger ich mich damit beschäftige, desto eher stelle ich fest, wäre schon schön, wenn das irgendwie zu wäre. Jetzt möchte ich aber keine Schränke bauen, also richtige Korpusse mit einigen Böden und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache einfach hier vorne Türen dran. Dann kann ich möglicherweise noch mit dem Zwischenboden arbeiten, aber Türen würden das Ganze schon extrem sauberer aussehen lassen. Meine Überlegung war jetzt wie folgt, da wir ja hier vorne diese vier Pfosten haben, würde ich gerne die Scharniere hier an den Pfosten festmachen. Der ist ja auch jeweils am Boden und hier oben festgemacht. Und dann würden die Türen quasi hier aufschlagen. Einmal bis mittig und von da auch. Also so zum Aufmachen, hier so zum Aufmachen und so weiter. Und in einem zweiten Schritt möchte ich dann noch hier so auf mittiger Höhe in allen drei Kammern hier einen Fachboden einsetzen, der mir dann noch zusätzlichen Stauraum bietet, weil jetzt kann ich halt nur vom Boden hochstapeln. Das würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen Platzreserve bedeuten. Ganz hier hinten habe ich noch einen Bereich, wo keine Tür hinkommt. Da überlege ich dann noch eine Blende hinzumachen, genauso wie auch auf der rechten Seite, wo es auch noch komplett offen ist. Material ist auch schon da, zwischenzeitlich angekommen. Das hier werden die Türen. Das ist Multiplex Birke, 15 mm stark. 6 Stück sollen das insgesamt werden, 6 Türen. Ja, warum 15 mm? Ganz einfach, da kommen natürlich auch so Topfscharniere rein. Die habe ich auch schon hier. Und die werden ja versenkt hier und die haben eine Einbautiefe von 11 mm. Jetzt könnte man sagen, 12 mm Multiplex ginge vielleicht, wird aber schon verdammt eng. Deswegen 15 mm habe ich auf der anderen Seite bei den Türen und den Fronten genauso gemacht. Ja, wie gesagt, Scharniere habe ich auch schon da und auch schon die Griffe. Das sind ebenfalls die gleichen, wie ich sie vorher hatte. So dreiteilige hier aus Metall. Die haben so einen, ja, so einen Vintage-Look. Ich fand die total cool. Sind nicht ganz günstig, aber ja, mir haben sie gut gefallen. Ich verlinke sie euch mal. Wer Interesse hat, dann wisst ihr, wo sie herkommen und was sie kosten vor allen Dingen. Das hier sind jetzt die Topfbänder. Die Besonderheit dabei ist, dass die quasi ohne Schrauben fixiert werden. Ich habe hier so einen Mechanismus drin, dass der Topf hier quasi so Keilelemente hat an der Seite und ich muss nur diesen Deckel hier nach dem Einlassen hier drunter drücken und dann verklemmt sich dieser Topf in der Bohrung. Also eine wirklich elegante Lösung und bin mal gespannt, wie das nachher bei der Montage funktioniert. Ja, wie soll das Ganze jetzt vonstatten gehen? Ich würde sagen, ich nehme euch mal rüber mit zum Whiteboard und dann kann ich euch ja mal zeigen, was ich mir da habe einfallen lassen. So, da sind wir. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Wir haben ja im Grunde drei Kammern, die wir mit Türen bestücken wollen. Also jeweils mit zwei Türen. Also 2, 2, 2. Hier haben wir mal so eine Doppeltür aufgezeichnet. Und ihr kennt das alles aus dem Küchenbereich oder Ähnlichem. Wenn man sich mal so einen Schrank anschaut, dann geht die Tür ja nie bis ganz auf den Boden, sondern die steht immer ein bisschen über, weil man hat ja unterhalb des Schrankes so eine Art Sockel. Das ist das hier. Das ist dieser Bereich, der quasi ja blind ist, wo auch nichts reinkommt in den Schrank nachher, der ist so ein bisschen erhöht, dass die ersten Sachen, die in den Schrank kommen, so ein bisschen ja auf dem Sockel zu liegen kommen. Und dementsprechend wird dann halt auch die Tür nur bis dahin geführt und der Sockel springt immer so ein bisschen zurück. Hat auch den charmanten Vorteil, dass man so ein bisschen näher an den Schrank rankommt, weil man mit den Füßen und nicht an die Tür anstößt. Jetzt habe ich folgendes Problem bei mir, ich habe ja keine Schränke, keine Korpusse, so wie ich das hier bei meinen Werkstattschränken habe, sondern ich möchte quasi die Türen so in die, als Front ohne Korpus einbauen. Nur an den Beinen, an den Tischbeinen befestigt. Und das bedeutet natürlich, wenn ich hier die Tür nur bis hierhin mache
und ich habe keinen Korpus verbaut, ist das hier unten offen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das hat man bei Laborausstattern zum Beispiel, vor allem wenn man große, schwere Sachen im Schrank hat, die man rausziehen möchte, Wasserbehälter oder sonstige Sachen, da gibt es so eine Art, das nennt sich Schleppsockel. Das heißt, da ist an der Tür unten noch ein Sockel montiert, das sieht quasi aus wie ein Sockel, ist aber eine Verlängerung der Tür, springt ein bisschen zurück und gibt zumindest so optisch das Gefühl, dass man da einen Sockel verbaut hätte. Und da der ein bisschen zurückspringt, das könnt ihr hier schön sehen, das habe ich hier mal so dargestellt, da der ein bisschen zurückspringt, kann man halt auch mit den Füßen an der Stelle auch schön nah an den Schrank ran. So wollen wir das machen. Das heißt, die Tür insgesamt nur auf einer knapp 700er Höhe, 710 habe ich hier, 90er Sockel und der springt hier um 35 mm nach hinten, hat auch optisch, glaube ich, einen charmanten Look, sodass das auch schön mit einer gewissen Tiefe ausgestattet ist. So wollen wir das machen. Hier noch die Maße für die Griffe nachher. Das ist klar, dass ich das brauche. Gesamtmaß der Höhe 800 mm. Ja, und da würde ich sagen, so fangen wir jetzt mal an. Das ist auch der Grund, warum die Türen insgesamt auch ein bisschen höher sind, als sie eigentlich sein sollen, weil die dürften ja nur bis hier gehen, beziehungsweise gehen ja bis ganz auf den Boden. Da habe ich jetzt schon das Maß des Sockels quasi drauf addiert, musste jetzt hier noch in der entsprechenden Stelle kürzen, sodass sie dann so ungefähr hier so zu liegen kommen. Und dann können wir unten noch den Sockel montieren. Was jetzt auch schon da ist, das sind die Fachböden. Die möchte ich ja hier auf der mittleren Höhe ungefähr einbringen, sodass wir hier noch zusätzlichen Stauraum erzeugen können. Das sind die hier aus OSB. Und die passen dann auch sehr schön hier zwischen. Gehen bis hinten an die Wand oder bis kurz vor die Wand. Ja. Das ist jetzt nur so ansatzweise, die kommen natürlich noch höher. Ich glaube, da haben wir nochmal richtig Stauraum geschaffen. Aber jetzt fangen wir erstmal an und werden die Türen entsprechend kürzen und auch mit einer schönen Faser versehen. Ich habe es jetzt nochmal nachgemessen. Die Türen werden wir auf eine Höhe von 705 mm machen. Hier habe ich mit dem Winkel auch schon entsprechend den Riss gezogen. Und das untere Teil werden wir dann quasi als Sockel weiterverwerten. Das ist genau das Stück, was wir brauchen. Haben natürlich eine gewisse Überlappung. Aber die Überlappung brauchen wir auch, damit wir das untere Teil am oberen hinten festmachen können. Ach so, ja, bei der Gelegenheit immer schön darauf achten, so ein Brett, auch wenn es Multiplex ist, hat ja immer eine Vorder- und eine Rückseite. Das habe ich mir im Vorfeld schon angeschaut und man kann jetzt auch sehen hier, die Rückseite ist hier nicht ganz so schön. Da finde ich die Vorderseite homogener und deswegen nehmen wir die natürlich auch als Außenseite für die Front. Jetzt möchte ich die Topfbänder einsetzen. So, einmal hier und hier. Damit das nachher unten an der Tür auch wirklich passt und der Überstand hier nicht an der Kante unten anstößt, sprich, dass wir dann die Tür nicht mehr aufkriegen, möchte ich das Ganze erstmal an einem Muster gerade mal schnell ausprobieren. Hier werden wir jetzt mit dem Forstenbohrer reingehen, 35 mm, 11 tief, sodass wir das Topfband mal testweise einsetzen können und schauen, ob das von der Bemaßung her hinhaut. Ich mache mir eigentlich immer ein Musterteil, wenn ich unsicher bin. Und auch in dem Fall hier war das wieder genau richtig, denn ja, die Bohrungen sitzen zwar, aber dem geübten Zuschauer wird auffallen, dass ich hier drauf setze hier. Das geht gar nicht, weil die Flucht der äußeren Bohrungen gar nicht gleich der ist hier. Das war also Kappes, das musste ich neu machen. Habe ich jetzt also auch schon gemacht hier. Neue Bohrung mit dem Forstenbohrer und die sitzen hier 5,5 mm aus der Mitte versetzt. Hier setzen wir jetzt das Topfscharnier mal ein. Und so sieht das jetzt richtig aus hier. Damit würde ich jetzt mal nach unten gehen an einen der Balken und dann schauen wir uns an, wie das da mit der
Befestigung aussieht, beziehungsweise hier mit dem Überstand. Ich habe jetzt hier die Montageplatte auch schon drauf geklipst. Die machen wir gerade irgendwie mit einer Zwinge fest und dann schauen wir uns das an. Also folgender Aufbau, stört euch nicht an der Höhe. Das wird natürlich noch bei den echten Türen noch richtig hier an der Höhe montiert. Ich habe das jetzt mal provisorisch, beispielhaft mit einer Zwinge hier festgemacht. Das ist der Abstand von der Außenkante, 37 mm. Da werden nachher die Befestigungsschrauben gesetzt. Und wenn ich das jetzt hier zumache, dann habe ich hier auch ein schönes Anliegen hier, schönen Überstand an der Kante. Hier das Ganze nochmal von oben. An der ersten Tür habe ich mir die Bohrung für die Scharniere angezeichnet. Mit deren Hilfe kann ich jetzt die Bohrmaschine einrichten, sodass ich einmal den Anschlag von hier vorne nutzen kann und einmal den Anschlag von hier hinten. Im Falle der Bohrung für den Topf des Topfscharniers habe ich das auch schon gemacht. Das sieht dann so aus, 35 mm, 11 mm tief. Hier fehlen jetzt noch die beiden Bohrungen, die das Scharnier in Position halten. Das machen wir aber später. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alle Türen auf dieser einen Seite hier mit dieser Bohrung versehen, dann den Anschlag tauschen, sodass ich die Bohrung auch auf der anderen Seite machen kann. Hier wird jetzt der Topf auf der anderen Seite gebohrt. Anschlag habe ich eingestellt. Das Maß in der Richtung ändert sich ja nicht, da ich den hinteren Anschlag nicht verändert habe. Die Tiefe ändert sich auch nicht, deswegen sollte man das direkt alles so weit möglich hintereinander wegbohren. Wie gesagt, das Schöne an diesen Topfscharnieren ist jetzt die Tatsache, dass die nur noch eingeklipst werden, also schraubenlos. Die beiden kleinen Bohrungen links und rechts dienen da der Zentrierung, sodass die Scharniere auch immer 90 Grad zur Außenkante befestigt werden. Jetzt folgen noch die Bohrungen für die Griffe. Hier sei anzumerken, dass man da zwingend darauf achten muss, da wir ja jeweils zwei gegenüberliegende Türen haben, dass wir dreimal linke und dreimal rechte Seite haben. Also nicht alle so wie jetzt hier einseitig komplett gebohrt, weil wir oben und unten das gleiche Bohrbild haben. Nein, wir müssen ja einmal die Tür so haben und einmal nachher auch spiegelverkehrt. Also darauf achten, dreimal links, dreimal rechts. Man kann sehr schön sehen, ich habe jetzt drei Türen Anschlag links und drei Türen Anschlag rechts. Dann wollen wir uns jetzt mal mit dem Schleppsockel beschäftigen. Ich hatte ja schon erklärt, worum es sich da handelt und warum man das macht. Und in dem Zusammenhang habe ich mir jetzt schon ein paar Hölzer geschnitten. Das sind ganz einfache Dachlatten hier. Ich habe geguckt, dass die einigermaßen gerade sind. 20 mm Stärke haben die. Es gibt auch 24er. Ich wollte 20er haben, weil die mache ich jetzt so fest hier auf die Rückseite der Tür. Unten natürlich, klar, ganz wichtig unten, weil hier oben der Griff hinkommt. Ja, die sind jetzt ein bisschen kürzer, das macht aber nichts insgesamt, weil die müssen das jetzt auch nicht vollflächig hier abdecken, das Ganze. Ist sowieso so eine Sache, weil das kommt ja dann noch hinten dran. Das setzt sich dann im Grunde noch hinten drauf so und man sieht, das ist das, was bis zum Boden geht oder knapp darüber. Und das Maß hier, das Maß ist 35, von hier oben bis hier 35 mm. Da habe ich bei mir gemessen, das ist so maximal 40 kann ich haben. Wenn da mal eine Kiste Bier drin steht oder so, dann kriege ich die Tür noch ordentlich zu. Und damit sollte da keine Probleme geben. Aber ich muss den wahrscheinlich hier, diesen Sockel, ein bisschen schmaler machen wie die Tür, weil ich hier hinten nicht an den Pfosten stoßen kann. Das ist das eine, da ist mir der Pfosten im Weg. Und auf der anderen Seite habe ich ja durch das Öffnen der Tür, ich habe ja quasi, wenn ich jetzt hier eine Tür habe, eine Doppeltür habe, die sich so öffnet, habe ich ja hier hinter diese Verspringung, hier hinter den Versatz, der im Grunde über die Mitte ragt. Und deswegen muss ich schauen, dass ich möglichst knapp hier daneben bleibe. Also entweder mache ich die ein bisschen kürzer oder ich habe auch schon überlegt, ob ich die ein bisschen, ja, das wäre dann ja, so ein bisschen abschräge oder so. Ne? Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber als erstes kann ich das jetzt schon mal hier aufkleben und dann kann ich die Tür als solche schon mal ölen. Ich hole hier noch ein bisschen ölen. Ja, deswegen muss ich das vorher aufkleben, weil sonst hält der Leim nicht. Und die werde ich gleich nachher nur mit zwei Schrauben nachher von der Rückseite festspaxen.
Das mache ich mir dann ganz einfach, nachdem die Türen montiert sind, weil da kann ich die schön dem Boden nachher anpassen. So Leute, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir den Türen ein Ölfinish verpassen können. Die sind soweit fertig. Ich hatte ja in dem letzten Schritt hier unten die Abstandhölzer für die Schleppsockel montiert, ihr erinnert euch. Und die werden jetzt ein bisschen Öl kriegen, weil danach muss ich im Grunde nur noch die Scharniere montieren und die Griffe festschrauben. Zum Öl nehme ich handelsübliches Erdnussöl. Das habe ich bereits schon bei den Schneidebrettern genutzt, weil es mir halt auch sehr lebensmittelecht vorkam bzw. mir empfohlen wurde. Bisher habe ich sonst immer ein handelsübliche, Moment, Leinölfirnis genommen. Das ist dieses hier. Das ist auch ein sehr gutes Produkt und lässt sich gut verarbeiten, riecht auch total klasse, hat aber den Nachteil, oder zumindest empfinde ich das so, dass das Holz so ein bisschen, ja, einen Gelbton annimmt. Das kann ich mir einbilden. Vielleicht ist das auch gar nicht so, vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber man sieht hier auch das angetrocknet auf dem Deckel, das ist also auch deutlich gelb. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, hier das Erdnussöl zu nehmen, weil ich der Meinung bin, dass das da nicht so rüberkommt. Wenn ich da auf dem falschen Dampfer bin, sagt es mir, schreibt es mir hier unten drunter direkt ins Video. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also ich bin normalerweise totaler Freund von dem Zeug hier, aber ich wollte jetzt mal sehen, wie die Türen aussehen, wenn ich das Erdnussöl nehme. Tür 1 fertig. Ja, was ist das jetzt hier? Das sind zwei USB-Plattenreste. Die habe ich noch über, schon seit langer Zeit vom Bau der zweiten French-Klietwand auf der gegenüberliegenden Seite. Habe immer gedacht, was mache ich denn damit? Jetzt bin ich froh, dass sie da sind. Habe die beiden verleimt. Hier in der Mitte, dieses Nut- und Federsystem kennt ihr ja alle. Da werde ich jetzt das hier übertragen. Das ist die rechte Seite der Werkbank. Die wollen wir ja auch geschlossen haben, weil bringt ja nichts, wenn vorne Türen sind und der Rest ist offen. Ich zeige euch das gerade mal. Ja, das ist jetzt die rechte Seite hier. Da werde ich das von hinten hier gegen den Pfosten setzen, hier bis zur Wand und hier oben das ausklinken. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, mache ich das bis zur Wand oder lasse ich vielleicht gegebenenfalls 5-6 cm Luft. Das hätte den angenehmen Effekt. Hier könnte ein bisschen Luft herzirkulieren. Ist ja mal so eine Sache, wenn man alles bis zur Wand zubaut, kennt ihr ja von drin. Da soll man ja Möbel auch nicht bis an die Wand stellen. Hier auf der gegenüberliegenden Seite der Werkbank habe ich das genauso gemacht. Die Schränke gehen auch nicht bis an die Wand. Da ist hinten auch noch ein bisschen Platz. Ja, das ist der eine positive Nebeneffekt. Das andere wäre, ich habe hier zum Beispiel hier so, ja, so Kabelschutzrohre liegen. Die würde ich gar nicht mehr rauskriegen, wenn ich hier komplett zumachen würde. Das heißt, ich kann auch mal was Langes hier deponieren. Hier liegt zum Beispiel noch so eine Regalschiene, die könnte ich dann dahinter schmeißen. Solche Sachen, die würden dann halt auch noch super da unterkommen. Hätte also, wie gesagt, nur Vorteile. Ich sehe jetzt keinen Nachteil und von daher glaube ich, dass ich hier so die letzten, na, ich sag mal so 6 cm vielleicht von der Wand wegbleibe und oder vielleicht auch 8, mal sehen. Ich würde mir das jetzt mal so zusägen und dann schauen wir mal, wie das hier reinpasst. Ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Ich hoffe, dass es alles soweit winklig ist. Ich werde gleich mal einen Winkel dran halten. Übertrage dann die Maße auf die Platte, säge die aus und dann machen wir die hier fest. Man sieht, ich musste ein bisschen improvisieren. Ich habe natürlich nur eine kleine Tischkreissäge, keine Formatkreissäge. Trotzdem wollte ich die Platte jetzt hier irgendwie drüber schieben. Den Anschlag habe ich hier auf die verlängerte Seite festgemacht, da wo auch die Oberfräse drin sitzt. Hier vorne auf der linken Seite habe ich das Ganze abgestützt, sodass ich auf dem gleichen Höhenniveau wie der Sägetisch bin. Und damit versuche ich das jetzt hier mal über die Säge zu schieben. So wird das jetzt sitzen hier. Ich mache hier meine Zwinge dran, zur Sicherheit einfach.
damit das einfach mal hier so hält. Genau, das sieht ja schon gut aus hier. Das passt auch gut, das passt da unten auch gut. Jo. Dafür, dass es eigentlich nichts kostet, ne? Und eigentlich ein bisschen nur zumachen soll, gefällt mir das. Hier hinten, wie gesagt, den Streifen lassen wir offen. An den Schieber komme ich dran, das passt auch soweit. Türen sind getrocknet, Zeit, die Scharniere einzusetzen. Und natürlich kommen jetzt auch die Griffe schon dran. Die Stange nicht vergessen hier. So. Top. Dann wollen wir mal schauen, ob wir die erste Tür jetzt hier montiert bekommen. Ich habe die mal prophylaktisch mit ein bisschen Holzresten unterbaut. Hier oben auch mit einem Sperrholzstreifen, dass wir auch einen gewissen Abstand zu der Kante hier haben. Mit dem Streichmaß habe ich eben schon hier ein Maß von 37 mm von der Pfostenaußenkante angerissen und muss jetzt im Grunde nur die Mitte der beiden Bohrungen hier kurz vorbohren. Normalerweise, es gibt da halt auch aus dem Möbelbau so spezielle Euro-Schrauben. Ich habe aber jetzt so normale Torx-Schrauben genommen, die aber einen Flachkopf haben. Das ist ganz wichtig, damit die sich halt nicht zentrieren. Wenn ich jetzt eine Senkkopfschraube nehmen würde, da würde sich ja der Kopf zentrieren und möglicherweise die Halteplatte ein bisschen verziehen. Das bohre ich kurz vor, damit ich keine Sorge haben muss, dass das Holz hier reißt. Und dann müsste die erste Tür eigentlich gleich schon schnell sitzen. Schauen wir, ob das klappt. So, die packen erstmal. Erstmal ganz leicht nur andrehen. Erstmal schauen, ob und wie die Tür überhaupt zugeht. Die hat natürlich noch keinen Anschlag hier in der Mitte, aber ist klar, dafür fehlt ja auch noch der Fachboden hier, ne? Ja, das scheint ja erstmal ganz gut geklappt zu haben. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mal die zweite hier auf der anderen Seite fest und dann schauen wir uns die mal im Paar an. Ja, das sieht schon ganz gut aus hier. Das stört noch nicht hier, weil der Fachboden noch fehlt, aber ja, das Türpaar hängt doch soweit schon. Klasse. Jetzt könnten wir natürlich auch direkt schon mal schauen, wie sieht es denn mit dem Sockel aus. Wenn ich jetzt einfach mal testweise die beiden Sockelelemente von hinten dagegen stelle, so sieht das aus. Und jetzt schauen wir mal von vorne. Natürlich habe ich jetzt hier einen kleinen Spalt, das ist richtig, aber den brauche ich ja auch, damit ich beim Öffnen der Türe den nach hinten versetzten Sockel nicht zu weit über die Mitte bewege, sodass der vielleicht an der anderen Tür hier schleift oder dass sich das vielleicht negativ bemerkbar macht, wenn man beide Türen gleichzeitig aufmacht. Maßlich gefällt mir das so aber und deswegen kann ich die dann jetzt auch ölen, das hatte ich mir vorher noch verkniffen. Bei der Gelegenheit möchte ich euch den Tipp geben, bei allen Maßen, die ihr euch abnehmt, hier dreimal zu messen, weil es kommen immer wieder irgendwelche Ungenauigkeiten an den Tag und gerade auch bei den Türen. Leute, seid da nicht zu pingelig, was die Spaltmaße angeht. Wenn das jetzt mal ein Millimeter mehr ist oder so, es sind im Grunde auch nur Werkstattschränke. Und ich habe auch bei meinen alten Schränken drauf geachtet, da habe ich ungefähr Spaltmaße von 4 bis 5 mm zwischen den Schubladen und zwischen den Türen. Das lässt sich einfach nicht besser handeln und damit ist die Montage und der Zusammenbau einfach viel einfacher. Also macht es euch da nicht schwerer, als es sein muss. Wenn ich jetzt hier die Tür schließe, werdet ihr feststellen, dass ich hier oben an die Schnellspannzwinge komme. Hier sitzt noch eine Zwinge drauf. Warum ist das so? Das Seitenteil ist noch nicht festgemacht, denn ich habe hier zwischen den Pfosten genau das gleiche Stichmaß wie in den beiden anderen Fächern. Und das bedeutet, dass ich hier die Seitenplatte im Bereich der Scharnierhalteplatten noch ausklinken muss. Deswegen konnte ich nie festmachen und das machen wir jetzt mal geschwind. Ich säge das hier aus, dann können wir die zweite Tür auch setzen.
Ja, das sieht schon toll aus. Das Holz nutze ich hier unten ein bisschen als Hebel. So kann ich jetzt die Höhe schön einstellen und entsprechend der gegenüberliegenden Türe fixieren. Super. Letzte Tür sitzt genauso gut. Klasse. Trotz der Seitenwand. Überhaupt kein Problem. Ja, Leute, jetzt möchte ich noch geschwind die Sockelelemente ölen. Dem geübten Zuschauer fällt auch direkt auf, die habe ich hier auch schon ein bisschen mit Holzbeize behandelt. Ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen schicker, wenn die farblich abgesetzt sind, also ein bisschen dunkler als die Türen. Jetzt ist die Beize auch doch nicht so dunkel, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist nicht schlimm, die hatte ich noch da, von daher ist das jetzt kein Drama. Vielleicht macht sich das ein bisschen bemerkbar beim Gesamtbild. Ansonsten war ein Versuch wert. Ja, und wenn die dann getrocknet sind, können wir die eigentlich auch dann an den Türen montieren. Solange jetzt die Sockelelemente trocknen, kann ich ja schon mal anfangen, hier die ersten Zwischenböden zu montieren. Dafür habe ich mir aus Restholz ein paar kleine Klötzchen gesägt, Loch ein, und die werde ich mit einer Schraube hier an 4 Stellen in der richtigen Höhe jetzt befestigen, so dass ich den USB-Boden, hier ist er, das ist er, dann am Ende nur noch drauf auflegen muss. Die Position des zweiten kann ich ja recht simpel hier mit der Wasserwaage rüberholen. Einmal angelegt hier. So, super. Und im Grunde funktioniert das auf der anderen Seite ja genauso. Dann testen wir jetzt mal den ersten Fachboden. Boah, ist ja erstaunlich gut. Hätte ich gar nicht erwartet. Klasse. So. Und dann werden wir die gleich auch noch mit einer oder zwei Schrauben hier vorne fixieren, links und rechts. Weil dann haben wir nämlich auch hier in der Mitte den Anschlag geschaffen, den wir brauchen, damit die Türen schön bündig schließen und nicht nach innen stehen. Dann kommen wir jetzt zur Sockelmontage. So habe ich mir das vorgestellt in etwa. Aber jetzt muss ich natürlich die Höhe auch des Teppichs beachten. Also wenn ich die jetzt hier bis auf den Boden auflegen lasse, dann kriege ich die Tür nicht mehr auf. Also wir müssen also mindestens auf Teppichhöhe, wenn nicht ein bisschen höher. Wir machen das folgendermaßen. Ich habe hier noch einen Sperrholzstreifen. Den lege ich da drunter, so, und lege da jetzt den Sockel drauf, bei geschlossener Türe. Und jetzt legen wir das einigermaßen bündig, damit das hier vorne hält und nicht wegkippt. Legen wir hier noch einen Stein davor. So, hier ein Holz, damit wir das hier mittig bündig haben. Jetzt machen wir eine Zwinge dran. Machen wir die Tür auf und schrauben da gerade 2 Schrauben rein. Tür schließen. Das nehmen wir jetzt weg hier. Spitzenmäßig. So, hier das gleiche. Ist drunter gelegt. Ein Sockel dahinter gestellt. Das nehmen wir weg hier. Und was auch auffällt hier, die Fuge, die passt so gut, dass wenn ich die Türen beide aufmache, die gehen trotzdem noch auf. Die stoßen also nicht aneinander. Das war das, was ich damit meinte, dass die halt die zurückgesetzten Sockel sich vielleicht in die Quere kommen würden. Spätestens, wenn ich beide Türen gleichzeitig aufmache. Aber das ist auch nicht der Fall. Super. Sieht ganz so aus, als wäre das Ganze jetzt fertig. Ursprünglich hatte ich noch die Idee, hier zwischen den Türen, da wo die Pfosten sind, in dem Bereich, noch einen Streifen Multiplex zu montieren. Deswegen hatte ich hier noch ein bisschen Material liegen. Die sind jetzt noch ein bisschen zu breit, aber die hätte ich dann noch ein bisschen schmaler geschnitten. Einfach um hier eine schöne gleichförmige Ebene hinzukriegen. Genau das gleiche hatte ich auch auf der anderen Seite vor. Ich habe am Anfang ja erzählt,
Ich wollte da noch so eine kleine, wie so eine Blende davor machen, damit das halt schön aussieht, aber war auch gleichzeitig nicht sicher, muss ich da vielleicht irgendwas offen lassen, damit da halt Luft zirkulieren kann. So ähnlich, wie ich das hier an der Seite auch gemacht habe. Ich habe mich dazu entschlossen, ich lasse es einfach offen. Da lasse ich es offen. Hier an der Seite den Streifen habe ich offen gelassen. Auch zwischen den Türen mache ich nichts mehr. Gefällt mir richtig gut, so wie es jetzt ist. Ich werde jetzt mal anfangen und die ganzen Sachen, die ich hier unter der Werkbank gelagert hatte, der ganze Kram, der jetzt hier lagert, das packe ich jetzt da rein und kriege jetzt wieder ordentlich Platz in der Werkstatt. Der Getränkekasten hier unten hin. Der müsste so gut passen, dass er auf die Tür zugeht. Ach, das ist fantastisch. Habe ich mich extra gemessen dafür. Der ist drin, das ist gut. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Zumindest nicht in dieser Ansicht hier. Aber die Schränke sehen jetzt tatsächlich auch wirklich aus wie Schränke. Ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr unterbringen. Aufgrund der eingesetzten Fachböden habe ich ein bisschen mehr Stauraum geschaffen. Und das hilft mir, so die eine oder andere Unordnung in der Werkstatt immer noch so ein bisschen zu kaschieren. Dafür, dass es eigentlich nicht geplant war, ist es eine schöne Lösung gefunden. Ich bin total zufrieden, weil es einfach auch ein sauberes Bild jetzt abgibt. Vielleicht wird auch der Schmutz ein bisschen abgehalten, weil es ist ja auch durch die Sägearbeiten, Schleifarbeiten immer ein gewisser Staub hier in der Luft, der sich natürlich überall absetzt und natürlich gerade in diesen offenen Bereichen. Das zieht das irgendwie magisch an, ne? Ja, wem von euch hat es gefallen, Freunde? Lasst mir einen Kommentar da, direkt hier unter dem Video oder auch bei Instagram, Facebook, Pinterest, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und by the way, ein Abo ist kostenlos für euch, aber mir hilft so ein bisschen, den YouTube-Algorithmus so ein bisschen zu pushen, dass meine Videos mehr und mehr gezeigt und vorgeschlagen werden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann noch die Glocke nicht vergessen, so verpasst ihr beim nächsten Mal nichts, wenn es wieder was Neues auf meinem Kanal gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!